Dass Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander verbunden sind, ist mittlerweile vielen Menschen bewusst. Doch wie erkennt man denn, welche seelischen Themen hinter körperlichen Beschwerden wie Allergien oder Tinnitus stehen oder welche Glaubenssätze unsere Vitalität blockieren bzw. zu Lern- und Konzentrationsstörungen führen? Um hier zu antworten und therapeutische Wege zu finden, haben sich in den letzten Jahrzehnten kinesiologische Testungen sehr bewährt. Eine Variante davon ist die psychosomatische Kinesiologie nach Dr. Weishaupt. Kinesiologische Testungen funktionieren im Prinzip immer nach einem ähnlichen Schema. Ein Tester möchte wissen, ob ein spezieller Reiz eher schwächend oder stärkend auf einen Organismus wirkt. Ein derartiger Reiz kann zum Beispiel ein Nahrungsmittel, ein Arzneistoff, aber eben auch ein Glaubenssatz sein. Und sagst du mal folgende Statements: Ich will, kann und darf frei werden und frei bleiben von allen Allergien. Ich will, kann und darf frei werden und frei bleiben von allen Allergien. Und bitte halten. Dazu prüft der Tester an einem oder mehreren Muskeln, ob ein Muskel seinem Testdruck standhält oder ob der Muskel nachgibt, wenn der Tester seinem Patienten einen entsprechenden Reiz aussetzt. Bleibt der Muskel stabil, wird der vermittelte Reiz als verträglich interpretiert. Wird der Muskel hingegen schwach, bedeutet dies, dass der Testreiz einen hemmenden Einfluss auf den Patienten ausübt. Und dieses Aha-Erlebnis, was viele Patienten haben oder immer wieder haben im Laufe einer Sitzung, ist für mich auch ein wichtiges Feedback und für die Klienten auch, weil sie eine Hilfestellung bekommen, durch die Kinesiologie sich selbst besser zu verstehen. Und das erlaubt ihnen dann auch, sich selbst besser wieder anzunehmen. Da kriegen wir eine eindeutige Antwort. Jetzt machen wir die Gegenprobe. Ich will meine Allergien lieber noch behalten. Ich will meine Allergien lieber noch behalten. Halten. Und da kriegen wir hier so eine Wackelantwort. Ja? Das ist weder Ja noch Nein. Ja. Das heißt, unbewusst gibt es einen Anteil, der an diesem Muster allergische Reagieren noch festhalten will. Ja. Klopfst du mal bitte so, die Handkanten locker nebeneinander. Da haben wir hier einen Akupunkt, einen Befreiungspunkt. Und während du das klopfst, wiederholst du mal folgenden Satz. Trotz dieser inneren Widersprüche. Liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz. Durch die Kinesiologie lassen sich deshalb Ursachen für körperliche und seelische Beschwerden auffinden bzw. auch Zusammenhänge zwischen diesen Ebenen detektieren, die ein Patient oder eine Laboruntersuchung vielleicht erstmal nicht erkannt hätten. Da zum Beispiel. Und jetzt nehme ich die Ampullen einzeln, halten, 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 halten. Okay, das ist Haarpflegemittel. Die lege ich einmal auf den Thymusbereich hier. Und stellen nochmal die Kontrollfrage. Haben wir jetzt alles gefunden an Substanzen, auf die du zurzeit allergisch reagierst? Halten. Gegenfrage, um ganz sicher zu gehen. Fehlt da noch irgendetwas? Halten. Nein. Früher sind ja viele Patienten auch ärgerlich auf sich selber oder verzweifelt. Ja, sie haben schulmedizinisch alles durchklären lassen. Und dann kriegen sie immer die Bestätigung, ja, körperlich kein Befund. Und manche sind ja dann wirklich ängstlich oder verzweifelt und denken, ich bin aber doch nicht mehr Schugge. Ja? Es muss doch eine Ursache geben. Und der Muskeltest als Kommunikationsbrücke zum Unbewussten und Körper erlaubt dann, das genau herauszuarbeiten, nachzufragen. Immer mit diesen Ja-Nein-Fragestellungen. Ja, dann reagiert der Testmuskel stark. Nein, dann gibt er nach. Also es ist ein sehr sicheres Feedback-System. Und dann kann man diese innerseelischen Wechselwirkungen auf den Körper, auf die vegetative Ebene des Körpers und die Symptombildung kann man ziemlich genau verständlich machen. Das ist schon die halbe Miete für den Behandlungserfolg. Das zweite ist die Nutzung verschiedener kinesiologischer Stressablösetechniken oder Angstablösetechniken. Und da habe ich zum Beispiel nach einer Weile dann ein eigenes Gefühlsbarometer entwickelt. Das sind 42 stressbelastende Begriffe zusammengestellt in einer bestimmten Systematik. Wo finden wir denn das, was den emotionalen Stress hinter der Allergie anzeigt? Im roten Bereich, ja, nein.
im orangen Bereich, im gelben Bereich, im grünen Bereich. Geht es um wirkungslos, gefühllos, ängstlich, depressiv, ausdruckslos, demotiviert. Demotiviert, da kriegen wir jetzt eine Ja-Anzeige. Nachdem Dr. Weishaupt herausgefunden hat, welcher emotionale Stress hinter der Allergie liegt, hilft er der Patientin, den Stress abfließen zu lassen. Dazu folgt die Patientin mit ihren Augen den Handbewegungen des Therapeuten. Über diese Augenbewegungen werden alle Speicherplätze im Gehirn erreicht, die zu der Stresssituation etwas verankert haben. Weil das Annehmen dessen, was ist, ist der erste Schritt zur Heilung. Mhm. Ja? Also ich mache das mit ein bisschen Abstand. Ich fühle mich bedeutungslos. 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 Und jetzt verankern wir das positive Gegenstück. Ich bin bedeutungsvoll. Ich bin bedeutungsvoll. Ich bin bedeutungsvoll. Ich bin bedeutungsvoll. Okay. Inwieweit die psychosomatische Kinesiologie nach Dr. Weishaupt für Sie persönlich sinnvoll ist oder ob bei Ihnen irgendwelche Gründe gegen eine entsprechende Durchführung vorliegen bzw. Nebenwirkungen zu erwarten sind, besprechen Sie bitte mit einem befugten, fachkundigen Therapeuten.